Herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Video auf meinem Kanal. Und wie ihr schon im Titel gesehen habt, wird es heute darum gehen, ob es von Epic Games geplant war, die Rakete zu reiten oder nicht. Das erfahrt ihr in diesem Video. Und da würde ich mal sagen, labern wir nicht so lange rum und starten direkt mit dem Video. Vorab, das hat ein Epic Games Mitarbeiter auf Twitter gepostet, ob es geplant war oder nicht. Ich habe jetzt vergessen, den Tweet zu screenshotten, aber ich werde euch jetzt einfach mal so grob vorlesen, was da drin stand. Und zwar hat er gesagt, dass es ursprünglich nicht geplant war, dass man die Rakete reiten kann. Doch sie haben es dann mittendrin gemerkt, in der Entwicklung vom Raketenwerfer haben sie es gemerkt und dann haben sie sich aber gedacht, dass es jetzt nicht so schlimm ist, Raketen zu reiten, haben es einfach drin gelassen. Was meiner Meinung nach ziemlich cool ist, weil Raketenreiten ist echt cool, wenn man das mit einem Freund macht. Wenn einer schießt und der andere dann drauf ist, kann man echt gute Plays raushauen. Und ja, ich finde es persönlich auch nicht so schlimm. Bloß mit dem neuen Raketenwerfer ist halt etwas OP, weil man den ja lenken kann. Und ja, das war jetzt so meine Meinung. Und ja, mich würde eure Meinung mal dazu interessieren, ob ihr das Raketenreiten OP findet. Oder ob ihr sagt, das soll man rausnehmen, weil das einfach zu OP ist. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's von meinem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abo und Like nicht vergessen, würde mich auf jeden Fall mega freuen und supporten. Und ja, das war's von dem Video. Haut rein und ciao.